Vor einigen Wochen habe ich ein Video veröffentlicht, in dem es um die neuen Produkte von doTERRA ging. Und heute ist es endlich angekommen. Dieses Paket hier enthält die neuen Produkte von doTERRA und diese werden wir uns jetzt gleich gemeinsam anschauen. Und ich werde die mal durchtesten und sagen, was ich davon halte. Also wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Vincent, dein Experte für einen natürlich gesunden Lifestyle. Und heute geht es um das neue Dream Convention Paket. Hier sind all die neuen Produkte enthalten. Leider ist The On Guard Mouthwash nicht dabei. Das konnten sie leider nicht mitschicken. Aber bis auf dieses Produkt sind alle anderen hier enthalten. Und wir werden die einmal durchriechen, dass ihr eine Live-Reaktion von mir habt. Und ich versuche es euch so best wie möglich zu beschreiben, damit ihr vielleicht auch so einen Eindruck habt, welches Öl für euch am besten geeignet ist. Gerne aber auch das andere Video anschauen. Das verlinke ich euch am besten mal oben, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr nicht genau wisst, welches Öl wofür geeignet ist, wo man es anwenden kann. Da habe ich das Ganze ein bisschen näher erklärt und heute, wie gesagt, ist eher mehr so ein React, wie ich diese neuen Produkte wahrnehme, wie ich sie finde und dass ihr die mal hautnah miterleben könnt. Und damit würde ich sagen, werfen wir doch mal einen Blick hinein. Und das erste Produkt, was ich mir herausgefischt habe, ist der Deo-Roller mit dem Balance-Öl. Hier ist, wie gesagt, ein normaler Deo-Roller, den doTERRA ja schon hat, aber das Ganze vermischt mit dem Balance-Öl, weshalb ich schätze, dass das wahrscheinlich... Genau, das riecht fast genauso wie das normale Balance-Öl, was man schon kennt. Und genau, wie es irgendwie ein normaler Deo-Stick, kann man also hier hoch und runter fahren. Ganz entspannt. Und die Konsistenz davon... Ist tatsächlich härter, als ich gedacht hätte, also hat ein bisschen mehr was von Seife, als jetzt direkt von zum Beispiel einem sehr weichen Deo-Stick. Also ist doch ein bisschen fester, aber riecht genau wie das Balance-Öl. Also für alle Leute, die das Balance-Öl mögen oder auch den Effekt davon, für die wird wahrscheinlich dieser Deo-Stick perfekt sein. Ich werde ihn auf jeden Fall in den nächsten Tagen ausprobieren und gucken, wie ich damit zurechtkomme, im Gegensatz zu meinem alten Deo-Stick, den ich zurzeit verwende. Als nächstes haben wir den doTERRA Spa Body Mist und hier soll ja der Deckel vor allem so eben angeordnet sein, dass man eben aus jeder Richtung, aus jedem Winkel das gut raussprühen kann. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, werden wir davon ein bisschen mal was auf den Arm sprühen. Ja, noch kommt, ja, jetzt kommt was raus. Riecht auf jeden Fall sehr sauber, sehr, sehr klar und angenehm, nicht zu überladen. Ein bisschen was Fruchtiges drin, aber ansonsten sehr blumig auf jeden Fall. Wirkt auf jeden Fall auch jetzt schon sehr entspannt und beruhigend auf der Haut. Also sehr, sehr angenehm das Ganze. Leicht ölig, wenn man das Ganze so ein bisschen einreibt hier. Also wird wahrscheinlich ein sehr gutes Hautpflegeprodukt sein, eben um den ganzen Körper damit einzureiben. Genau, also ich habe so einen leichten Fettfilm auf den Fingern jetzt. Fühlt sich aber sehr angenehm an, wie gesagt, das blumig und leicht fruchtige, zitronige mag ich tatsächlich ziemlich gerne und es wirkt auch nicht zu viel. Also ich habe jetzt hier zweimal auf meinen Arm raufgesprüht und das wirkt eigentlich sehr angenehm. Also ich denke, damit kann man gut eben den ganzen Körper eben mit einsprühen, mit dem doTERRA Spa Body Mist. Genau, ich bin besonders von dem Geruch eigentlich ziemlich überrascht, hätte nicht gedacht, dass es wirklich so blumig riecht. Aber durchaus sehr, sehr angenehm und speziell auch, denke ich, bei Leuten, die da vielleicht etwas empfindlicher sind, auf jeden Fall eine gute Lösung, das sehr blumig und damit sehr dezent zu halten. Also das gerne mal ausprobieren für alle Leute, die ja eine durchaus fettende Hautpflege suchen, die zum Beispiel eben nicht allzu stark oder synthetisch riecht. Ich werde auch mal beobachten, wie sich das verhält, wie fettig das immer noch ist am Ende des Videos, wie schnell das Ganze einzieht. Aber damit kommen wir zum nächsten Produkt und zwar den Copaiba Softgel Kapseln. Und hier erwarte ich eigentlich nicht allzu viel großartig Neues. Es ist einfach nur das Copaiba Öl eben in Softgel Kapseln, wenn wir das Ganze öffnen. Hier haben wir immer noch den Sicherheitsverschluss, den müssen wir auch mal kurz öffnen. Und damit haben wir dann auch endlich diese Dose aufbekommen. Was auch direkt schon auffällt, ist, dass die Öffnung von dieser Dose relativ groß ist, also relativ angenehm wahrscheinlich die Softkapseln herauszubekommen. Genau, ich nehme jetzt mal eine raus. Sieht jetzt nicht irgendwie unscheinbar aus, also tatsächlich einfach nur, wie man es kennt, Copaiba-Öl in einer Softgel-Kapsel. Wird wahrscheinlich jetzt nicht großartig anders sein, als wenn man andere Softgel-Kapseln schluckt, bis auf den Effekt natürlich. Bin aber trotzdem gespannt, diese bald auch auszuprobieren. Als nächstes Produkt haben wir Magnolia Touch. Das heißt, hier ist wieder Kokosöl direkt vermischt mit Magnolienöl. Und ich habe mir direkt schon vorgestellt, dass es eher für Frauen eben geeignet sein soll. Aber das würde ich sagen, testen wir mal. Ich gebe mir jetzt ein bisschen was hier auf den Arm rauf und dann werden wir mal riechen.
tatsächlich, anders als erwartet, erinnert mich ein bisschen an den Geruch von guten, selbstgemachten Apfelchips ein bisschen. Aber durchaus sehr blumig. Also sehr, fast schon apfelmäßig, wie gesagt, mit einer blumigen Note drin, die sehr interessant ist. Also das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich denke natürlich, wird es auch für viele Frauen sehr gut sein. Aber ich kann es mir auch für Männer durchaus vorstellen. Also dadurch, dass es nicht zu blumig riecht, sondern eher, wie gesagt, mehr schon wie Apfel. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, für die Leute, die das Produkt schon kennen. Ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also ich finde das sehr, sehr schön. Magnolia Touch kann ich nur empfehlen, gerne mal auszuprobieren, auch als Parfum vielleicht für Damen oder Herren. Ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm, schön fruchtig. Und dieser Apfelgeruch, dieser sehr, sehr süßliche Apfelgeruch, das sticht direkt in die Nase, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise, nicht zu extrem, nicht zu intensiv. Also ich mag das tatsächlich, ich mag das sehr, sehr gerne. Also kann ich absolut empfehlen, Magnolia Touch, probiert ihr gerne mal aus. Als nächstes Öl habe ich mir rausgesucht Pink Pepper, also pinker Pfeffer. Und das sind wieder hier nur 5 ml als Flasche. Und da bin ich auch sehr drauf gespannt, ob das ähnlich sein wird wie schwarzer Pfeffer. Aber probieren wir mal. Also es riecht um einiges süßlicher und nicht so intensiv. Also ich bin gespannt, ob es von der Intensität, auch der Wirkung her, genauso sein wird wie schwarzer Pfeffer. Aber es ist eher viel süßlicher, also süßlich mit einem Stich erdig dabei, also sehr natürlich, aber viel süßlicher, als man es eigentlich erwartet hat. Ein bisschen vielleicht auch was von dem Süßlichen, was man gerade aus der Magnolie hatte, aber durchaus viel süßer, als ich gedacht hätte. Also das sehr interessant, hätte ich nicht erwartet bei Pink Pepper. Sehr angenehmer Duft, aber durchaus schon sehr stark. Also ich würde schon sagen, dass es ein recht intensiver Duft ist, eben durch die Süße, die da durchkommt. Gleichzeitig aber auch, dass es ein bisschen erdig riecht, wie zum Beispiel Spikenard oder Copaiba. Das mischt man so ein bisschen mit einer Süße, die unerwartet ist. Also ich kann es nicht anders beschreiben, eine unerwartete Süße mit etwas Erdigem. Aber durchaus bin ich sehr gespannt, das auch mal im Alltag auszuprobieren. Als nächstes habe ich mir Turmeric, also Kurkumaöl, rausgesucht. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Man kennt es ja immer wieder, dass das Öl sehr hoch gelobt wird, dass es schon sehr gute Effekte hat und dass es auch natürlich bei den Indern zum Beispiel sehr häufig angewandt wird, auch zum Beispiel gegen verschiedenste Krankheiten. Weshalb ich jetzt sehr begeistert bin, dass es ein Öl davon gibt und bin aber auch gespannt auf den Geruch. Und der... Ach, der Geruch ist interessant. Also ich würde ihn als sehr erdig bezeichnen, aber nicht unbedingt angenehm. Also ich finde, der sticht etwas in der Nase. Ich finde es durchaus auch durchaus intensiv und hat was ganz Eigenes. Als würde man Leder mit Erde vermischen, so ein bisschen würde ich das beschreiben. Nicht unbedingt ein sehr angenehmer Geruch, finde ich jetzt... Wird auf jeden Fall nicht mein Favorite-Geruch sein. Durchaus aber ein sehr eigener Geruch. Hat was ganz Neues, was ich so vorher noch nie gerochen habe. Aber wie gesagt, sehr erdig und ein bisschen was vom Leder mit drin, könnte man so sagen. Oder vielleicht von auch geräuchertem Leder speziell. So würde ich das beschreiben. Aber eine ganz eigene Note, die ich so noch nie vorher hatte. Also auf jeden Fall schön, dass sie neue Öle ausprobieren, die ganz anders sind. Und natürlich bin ich hier speziell auf die Wirkung gespannt. Aber das ist auf jeden Fall nicht unbedingt mein Lieblingsgeruch. Und damit kommen wir zum nächsten Öl, und zwar grüne Mandarine, Green Mandarin. Und hier bin ich sehr gespannt drauf, denn das ist jetzt das fertige ätherische Öl. Letzte Woche kam ja eben wieder raus zur Destillerie, also zur Destillationsart der grünen Mandarine. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Habe ich euch da oben auch nochmal verlinkt. Guckt da gerne mal rein. Aber grundsätzlich bin ich sehr gespannt, wie das ähnlich sein wird, denn wir haben dort ein Fläschchen ungefiltertes grüne Mandarinenöl bekommen. Und wie sich das hier im Vergleich zu diesem Öl schlägt, bin ich sehr gespannt drauf. Denn das andere war durchaus sehr intensiv und dieses Öl hier ist... Ah, das ist trotzdem wunderschön. Nicht ganz so intensiv wie das ungefilterte Öl, was wir bekommen haben. Aber durchaus sehr schön. Relativ dezent, nicht so ein... intensiver Zitrusgeruch, aber durch das Mandarinartige, das ja sowieso ein bisschen sanfter und weicher ist als viele Zitrusarten, ist das schon ein sehr angenehmer Geruch. Also ich bin überzeugt, dass viele Leute das einfach mögen werden, weil es nicht so intensiv ist wie andere Zitrusöle. Bin gespannt, wofür man das noch so schön verwenden kann.
Aber dennoch ist es ein sehr schöner Geruch. Nicht zu intensiv, ein sehr schöner Geruch. Sehr fruchtig. Mandarine, absolut. Hat aber auch ein bisschen vielleicht Einflüsse von Limette oder Zitrone mit drin, wie man das vielleicht beschreiben würde. Also ein sehr eigenes Zitrusöl, was, wie gesagt, absolut sanftes. Und wer zum Beispiel Wilde Orange kennt und dachte, das wäre ein sanftes Zitrusöl, das ist auf jeden Fall nochmal eine Stufe sanfter. Also für alle Leute, denen andere Zitronenöle einfach viel zu stark sind, das unbedingt mal probieren. Auch weil es einfach eine andere Form der Zitrusfrucht ist, die einfach auch noch was ganz Neues bringt, was verschiedene Zitrusfrüchte, würde ich sagen, vereint, aber dadurch trotzdem nicht zu überladen wirkt. Also schön leicht, angenehm fruchtig und speziell, denke ich, im Diffuser werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren in den nächsten Tagen. Und damit kommen wir dann auch zum letzten Einzelöl, und zwar Yarrow Pom. Jetzt leider nicht, wie im Video, was ich vor einigen Wochen gezeigt habe, mit dem Pipettenverschluss. Auch hier nur in 15 Millilitern. Wird dann aber, denke ich, in 30 Millilitern auf jeden Fall in der Zukunft erhältlich sein. Und Yarrow Pom kommt ja von Yarrow und Pomegranate, also auch von dem Granatapfel. Deswegen gehe ich davon aus, dass es durchaus auch wie Granatapfel riechen wird. Und interessant, hier oben sehen wir schon drinne, dass die Mitte des Filters blau ist und nicht wie sonst durchsichtig. Ob das am Öl liegt, können wir gerne mal ausprobieren, aber erstmal riechen wir natürlich dran. Das ist ein sehr interessanter Geruch. Also der Granatapfelgeruch kommt auf jeden Fall durch und es erinnert mich ein bisschen so, vielleicht kennen die ein oder anderen, dass diese Fruchtriegel noch diese mit diesen leichten Blättchen oben drauf sind. Ich weiß nicht, wie die genau heißen, aber so ähnlich riecht das ein bisschen. Ja, sehr angenehm fruchtig, aber hat irgendwas drin, was so ein bisschen vielleicht an Teig erinnert. Also ich kann es nicht ganz zuordnen, diese typischen Oblaten, die man vielleicht so kennt, zum Backen, so ähnlich würde ich den Geruch jetzt einordnen. Also genau, fruchtig, aber mit diesem Oblatengeruch zu. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Es ist sehr interessant und wir können ja mal gucken, ob das Öl auch eben blau ist und eben dadurch, dass diese blaue Färbung in der Mitte zustande kommt. Ja. Also wir sehen schon, es dauert sehr, sehr lange und ja, es ist blau. Es ist eindeutig blau. Auf jeden Fall sehr tiefblau sogar, würde ich sagen. Noch blauer als Deep Blue. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Aber tatsächlich sehr angenehm. Sehr angenehm. Also nicht zu überladen auch. Aber durchaus ein sehr angenehmer, auch anderer Duft. Dadurch, dass wir Granatapfel oder irgendwas aus der Richtung noch gar nicht hatten. Denke ich, sollte man das auf jeden Fall ausprobieren. Speziell, weil sie die Anwendungsmöglichkeiten noch mal wissen wollt, gerne das Video angucken, wo ich eben diese Produkte etwas näher erkläre. Und gerade fällt mir auch auf, dass meine Finger fast gar nicht mehr fettig sind. Also das Body Spa Mist Spray, was ich vorhin aufgetragen habe, ist jetzt eigentlich komplett schon eingezogen. Ich merke da eigentlich gar nichts mehr. Und das sind jetzt so knappe 7 Minuten, die jetzt vergangen sind. Also innerhalb von 10 Minuten dürften dieses Öl ziemlich gut einziehen, dieses Body Spa Spray. Und ja, aber das nur so am Rande nebenbei als kleine Information. Ich schätze mal 10 Minuten wird dieses Öl auf jeden Fall brauchen, mal einzuziehen. Und damit kommen wir zu den Produkten, auf die ich mich am meisten gefreut habe und viele von euch wahrscheinlich auch. Die Kids-Öle, hier sind sie in einer schönen kleinen Schachtel enthalten, dass wir sie schön hier rausziehen können. Genau, auf der Schachtel drauf sind hier verschiedene noch kleine Erklärungen zu den Bildern auch. Genau, was erklärt, wofür die Öle nochmal genau sind. Ganz kurz zusammengefasst, ich würde sagen, sehr, sehr kinderfreundlich auf jeden Fall. Denke, das ist eine sehr gute Idee, dass man das kurz hier nochmal zusammengefasst hat. Und ja, hier sehen wir dann auch, dass hier diese Verpackung sehr hochwertig gestaltet ist, mit kleineren Figürchen drauf, kleineren Mustern, wie zum Beispiel Raketen, Papierfliegern, eine Sonne. Alles sowas in der Richtung ist hier gleich eingraviert auf dieser wunderschönen Tasche, die sich auch sehr durchaus hochwertig anfühlt. Es ist auch ein recht hochwertiger und ich würde sagen ziemlich dicker Kunststoff, der hier außen ist. Vielleicht auch wasserdicht, das weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Und hier auch mit einem wunderschönen Karabiner dran, damit man das immer gut mitnehmen kann. Aber natürlich mehr als das, was außen drauf ist oder die Verpackung ist, interessiert uns natürlich, was hier drin enthalten ist. Und hier haben wir, genau, hier unten sehen wir da schon drinnen die 6 Roll-Ons für Kinder und oben speziell noch eine Extra-Abteilung.
die wir hier eben aufziehen können. Da gucken wir gerade mal rein. Und hier sind eben diese Deckel enthalten, auch mit Karabinerhaken dran, die man auf die verschiedenen ätherischen Öle aufsetzen kann. Denke ich, sind auch natürlich alle farblich sortiert zu den passenden Ölen und wird man auf jeden Fall, speziell wenn man mit Kindern arbeitet, natürlich verwenden können, damit diese die an die Schulmappe ranmachen können, an die Hosentaschen oder Gürtel, sodass sie diese nicht ganz so einfach verlieren. Denke ich, ist eine super Idee, auch mit schönem Design drauf. Zeigt auch nochmal so ein kleines Symbol, eine kleine, vielleicht auch Erklärung oder Merkhilfe, welches Öl denn nochmal wofür genau war. Und wo wir gerade von Merkhilfen gesprochen haben, wir haben ja auch ein kleines Heftchen mit enthalten, wo die ganzen verschiedenen Öle nochmal drauf gezeigt sind und ganz, ganz kurz zusammenfassen, was sie bewirken bzw. wo sie anwendbar sind. Und da gucken wir jetzt auch mal kurz rein. Und da haben wir das Heft auch schon ausgepackt. Und zwar haben wir jetzt hier verschiedenste Seiten, wie man das verwendet. Dann kleine Tipps für den Alltag, was die Symbole bedeuten, die eben auch zum Beispiel dann eben auf den Deckeln drauf enthalten sind. Und dann eben hier die einzelnen Öle erklärt, Thinker die Mischung, ganz kurz in Zusammenfassung, auch nochmal die Flasche drauf, damit man die besser kennt. Und genau, mit wunderschönen kleinen Symbolen hier drauf, dass man sich merken kann, welches Öl wofür wirkt. Und einer kleinen Beschreibung, dass man es besser anwenden kann. Denke ich, ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und nicht zu groß, also auch wieder ein kleines Heftchen, was man sich auch, denke ich, durchaus immer in die Tasche stecken kann, speziell auch die Schulmappe oder so. Denke ich, ist das eine sehr schöne Überlegung, das so klein zu halten und wird bestimmt von ein oder anderen Kindern auch genutzt werden. Aber damit kommen wir dann auch endlich nun zu den letzten 6 Roll-Ons. Und zwar haben wir die hier in dieser wunderschönen Tasche unten gehalten, sind extra mit einem Gummi gesichert, sodass man eben hier die nicht so leicht verlieren kann. Und damit würde ich sagen, testen wir mal eins nach dem anderen. Beginnen wir mit der Ölmischung Rescuer. Rescuer, bin ich gespannt, was diese Ölmischung, wie sie riecht, wie ich sie wahrnehme. Und natürlich, weil es ein Roll-On ist, müssen wir natürlich erstmal wieder das Ganze auf den Arm auftragen, um da ein bisschen Öl drauf zu bekommen. Und dann... Oh. Es riecht sehr viel nach Spearmint. Genau, also mehr nach Spearmint als nach verschiedenen anderen Ölen. Ein bisschen was Fruchtiges ist dabei, aber großteils riecht es nach Spearmint und nach fruchtigen Beinote. Also nicht außergewöhnlich jetzt tatsächlich. Und man merkt auch schon, dass der Geruch nicht allzu intensiv ist. Also wer Spearmint pur kennt, wird hiervon vielleicht ein bisschen, ja nicht unbedingt enttäuscht sein, aber das ist auf jeden Fall stark verdünnt. Ist, denke ich, auch notwendig, weil es eben die Kinderöle sind, dass hier mehr Kokosöl, also fraktioniertes Kokosöl enthalten ist, damit es verdünnter ist, damit Kinder es besser auftragen können, beziehungsweise besser damit umgehen können, dass es nicht zu intensiv ist. Also denke ich, auf jeden Fall eine gute Überlegung, dass man hier dieses Öl stark verdünnt. Wie gesagt, Großteil Spearmint und ein bisschen fruchtig ist dieses Öl Rescuer. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Öl und als zweites probieren wir aus, das hier ist Steady. Steady, gucken wir auch mal, was das genau ist. Und zwar tragen wir es auch wieder ein bisschen auf. Diesmal natürlich an einer anderen Stelle. Ein schönes Öl. Und genau, hier ist auch Magnolie drin. Das hat man nämlich rausgerochen und ich war jetzt nur verwirrt, ob das nicht vom anderen Magnolie noch drauf ist. Aber hier ist auch Magnolie mit enthalten und das riecht man auf jeden Fall. Also es riecht auch sehr stark wieder nach Magnolie. Also sehr dieses süße Apfelgeruchsmäßige, wie ich es beschreiben würde. Sehr angenehm und riecht eigentlich fast nur nach Magnolie. Also ein bisschen riecht es vielleicht noch auch nach ein bisschen nach einem Holz, nach einer Holzart vielleicht. Aber das kommt wirklich nur ganz, ganz dezent durch. Großteils riecht tatsächlich nach Magnolie. Also Steady, könnte man vielleicht sogar sagen, der Magnolie-Touch für Kinder. Wobei man natürlich auch Magnolie wahrscheinlich für Kinder anwenden kann. Das natürlich aber hier noch einige andere Vorteile hat. Die dritte Mischung, die wir hier durchgucken, ist Brave. Hier bin ich auch sehr gespannt drauf. Hier soll Wilde Orange auch natürlich mit dabei sein. Beziehungsweise hier ist Wilde Orange mit enthalten. Und das Ganze riecht... Ja, sehr nach Wilde Orange tatsächlich, also Wilde Orange und noch leicht holzig. Ich schätze, das wird am Amyris liegen. Ich glaube, da war Amyris enthalten. Genau, Amyris ist ja auch enthalten, eine Holzart und
Riecht sehr nach wilder Orange und ein bisschen nach Holz. Also auch nicht außergewöhnlich tatsächlich vom Geruch her. Sehr dezent, sehr angenehm. Ja, also das ist Brave. Ziemlich angenehm aufzutragen. Würde ich tatsächlich auch so im Alltag tragen, wenn man was nicht ganz so Intensives haben möchte. Wilde Orange mag ich tatsächlich auch sehr gerne so als Parfum. Und das bisschen Holzige dazu ergänzt das eigentlich ganz gut. Damit würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Mischung. Und zwar ist das Thinker. Die gelbe Mischung hier. Und das tragen wir jetzt auch mal auf. Das ist mal wieder eine etwas andere Mischung. Also hier ist Pfefferminz enthalten, das riecht man auf jeden Fall raus. Und verschiedene andere Komponenten, die ich gerade nicht zuordnen kann. Vetiver. Genau, Vetiver ist mit enthalten und Rosmarin. Also Vetiver riecht in der Kombination schon ein bisschen durch, aber ganz anders irgendwie tatsächlich. Sehr pfefferminzig, aber auch Kräuter, also eine erfrischende Küche, würde ich vielleicht sogar so beschreiben. Durchaus sehr interessant, also sehr schön, also sehr schöner Geruch. Auch durchaus könnte man tatsächlich auch als Parfum verwenden, wenn man das mag. Ich bin da jetzt nicht der Riesenfan von, es ist mal was anderes, das finde ich schön. Aber nicht mein Lieblingsgeruch, aber durchaus sehr, sehr angenehm und nicht zu stark. Das ist auf jeden Fall ein angenehmes Öl. Und damit kommen wir zur vorletzten Mischung, Calmer. Und hier bin ich auch gespannt drauf. Das ist die ja beruhigende Mischung. Und die tragen wir jetzt auch einmal auf. Schön, das ist ein wirklich beruhigender Geruch. Also tatsächlich sehr, sehr sanft. Nicht zu überladen, sehr dezent, aber durchaus bestimmt. Also sehr beruhigend. Ich würde schätzen, dass Lavendel hier mit enthalten ist. Genau, außerdem Butterholz und das merkt man auch. Also sehr holzig auch etwas im Abgang, aber viel Lavendel. Also schön ruhig, beruhigend, nicht zu überladen, aber dennoch ein sehr außergewöhnlicher und spezieller Geruch, den wahrscheinlich außerhalb dieser Mischung vielleicht noch total unbekannt ist, beziehungsweise ich so vorher noch nie gerochen habe. Und damit kommen wir zum letzten Öl der Kinderserie, noch zum letzten Öl, was ich heute vorstelle, Stronger. Und hier bin ich auch gespannt drauf, denn im Vorfeld, wenn ihr das Video schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass hier Weihrauch und auch Rose mit enthalten sind. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, auf diese Ölmischung, wie das Ganze riechen wird. Denn natürlich Rose ein sehr teures Öl, Weihrauch genauso, aber natürlich für unsere Kinder sollte uns nichts zu teuer sein, um diese auch gut zu schützen. Oh. Ein absolut wunderschöner Geruch, also wer jemals Rose gerochen hat, das kommt schon echt gut durch hier. Rose wirklich wunderschön. Auch würde ich sagen, der stärkste Geruch, der hier durchkommt. Ein bisschen Weihrauch auch, aber großteils ist es wirklich der Rosengeruch, der hier durchkommt. Ein sehr, sehr schöner Geruch, also finde ich total angenehm. Wahrscheinlich zusammen mit Magnolia Touch ist Stronger hier mein Highlight aus diesem Paket. Und ja, deswegen auch gerne die Frage an euch, was erwartet ihr am meisten, worauf freut ihr euch am meisten, welche Produkte, auch jetzt zum Beispiel nach diesem Live-Test, wo könnt ihr vielleicht sagen, okay, das wäre vielleicht doch nichts für mich oder das möchte ich vielleicht jetzt noch mehr ausprobieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mich wissen, was eure Favoriten sind, aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Stronger und Magnolia Touch die zwei Öle sind, die zwei Produkte sind, die mir hier aus diesem neuen Produkte-Kit am besten gefallen. Natürlich finde ich dann allgemein das Design der Kinderöle hier einfach super gut gestaltet, ich finde das echt schön, wie viel Mühe sich gegeben haben, wie viel Kreativität da reingeflossen ist und das freut mich natürlich auch, dass jetzt Kinder auch ihre eigenen Öle bekommen. Und ja, damit würde ich sagen, war es das auch mit diesem kleinen Test. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein bisschen anderes Video diesmal. Nicht so viel Fakten und allgemeine Geschichten zu den Ölen, wie man sie anwenden kann, sondern eher einfach nur ein kleines React, ein kleines Anwendungsvideo. Wenn es euch aber dennoch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen, Form von einem Daumen oder auch von einem Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Vincent.